Ja, hi und willkommen zurück bei Summoners War Sky Arena und Phoenix. Wir machen heute ein paar Arena-Kämpfe. Ich sage euch, was ich demnächst vorhabe mit meinen Monstern. Und in der im Gildenkrieg schauen wir auch mal rein. So, und zwar, Gildenkrieg ist gar nicht mehr. Okay. Hä, warum ist denn der so schnell zu Ende? Naja, gut. Dann schauen wir in der Arena rein. Nee, erst gucken wir uns die Monster an. Und zwar habe ich jetzt Shazoon auf 6 Sterne gebracht. Ist auch schon fast Level 40. Dann bin ich jetzt gerade dabei, meine ganzen Monster hochzufarmen. Im Lager habe ich nämlich schon welche. 5 Monster, die fertig, Stufe 4 Maximum sind, also die ich jetzt nur noch auf 5 bringen muss. Dann habe ich etlich viele Monster, naja, etlich viele sind es nicht, aber ein paar 4-Sterne-Monster, ein paar 3-Sterne-Max-Monster. Also, es läuft langsam. Hier habe ich auch noch ein paar 3-Sterne-Monster, die ich heute noch hochbringe oder morgen. Ich habe sogar im Lager noch einen XP-Boost. Das läuft also alles soweit. Und dann habe ich eine Frage. Und zwar, soll ich als erstes Best auf 6 Sterne bringen oder als erstes Sigmarus? Ich persönlich finde Sigmarus ja total geil und würde den auch sehr, sehr gerne hoch machen. Aber Best macht auch sehr guten Schaden. Das ist jetzt natürlich meine Frage. Er hat 100% Crit-Rate und Crit-Schaden 105. Er hat aber bisher noch nicht so tolle Runen drauf und alles Klinge. Das will ich auf jeden Fall noch ändern. Da muss ich mal gucken, wie ich das so mache. Aber zum Anfang lasse ich den erstmal so. Ich komme bisher ganz gut klar mit ihm. Ist nicht so doll, aber es läuft erstmal. Ja, und mit Best, die benutze ich eigentlich kaum. Was sich aber ändern wird, wenn sie 6 Sterne ist. Da bin ich noch beim Überlegen. Also wie gesagt, entweder Bess oder Sigmarus. Beide Nat 5 Monster. Und also beide kommen definitiv auf 6 Sterne. Bloß ich bin halt am Überlegen, wen ich zuerst hochmache. Dann will ich mir auf jeden Fall noch Bernard hochmachen. Irgendwann mal. Also nicht allzu lange warten damit. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von June. Viele mögen den zwar nicht und finden den auch jetzt von der Stärke her nicht so gut. Ich persönlich finde aber, dass der auf jeden Fall in Ordnung Schaden macht. Und wenn er crittet, macht er sogar Angriffskraft runter. Nee, das war's gar nicht. Moment, Moment, Moment. Ach, hier genau. Er fügt mit einem kritischen Treffer 2 Runden kontinuierlichen Schaden zu. So war das. Naja, auf jeden Fall. June will ich jetzt auch hochmachen. Und dann gucken wir uns mal die Arena an. Da habe ich zurzeit schon ein paar besiegt. Ich würde sagen, wir würfeln einfach mal neu. Ich würde sagen, wir greifen jeden einmal an. Wir haben ja 10 Angriffe, die möglich sind. Und gucken mal, wen wir alles besiegen können. Ich habe eigentlich keine Wunschgegner immer. Ich suche mir eigentlich, wenn es geht, Leute ohne Chloe. Und hier dieser Wasser-Pionier. Shivu ist es, glaube ich. Oder war Shivu Feuer? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall den Wasser-Pionier. Den versuche ich zu meiden, weil er halt Immunität gibt. Und das ist nichts für mein Bomber-Team. Ich habe mein Bomber-Team jetzt auch so weit schon umgestellt, dass die dass Malakka vor Siava dran kommt. Als erstes Bella, um mein ganzes Team zu buffen. Dann gucke ich, ob ich immer irgendwelche betäuben kann. Setze die Massenbomben. Dann gucke ich, wer am meisten HP haben könnte und wen ich definitiv tot haben will in der ersten Runde. Und das wäre dann hier die Lichtfee, weil die halt wiederbeleben kann, glaube ich. Ich glaube, das war die. Und dann zerspringe ich alle Bomben. Und das Gute an Malakka ist, wenn er seine Massenbomben setzt, füllt sich seine
Angriffsleiste gleich wieder um 50%, sodass er kurz danach wieder dran ist. Ich habe lange überlegt, was für ein Arena-Team ich nehme. Hatte auch Best kurzzeitig in der Arena drin. Magan war auch schon drinne, Barretta war sehr, sehr lange drinne. Und ich bin soweit eigentlich recht zufrieden mit dem Angriffsteam hier. Es geht natürlich wesentlich besser, keine Frage. Aber so an sich reicht das erstmal. So, wäre Arman auch tot. Jetzt fehlt nur noch. Ihn finde ich immer ein bisschen kacke, weil er halt seinen sauberen Schuss machen kann. Was mir natürlich überhaupt nicht passt. Aber ich glaube, der kommt nicht mehr dazu. Nee. Ich hätte auch noch gerne Arena-Kämpfe gezeigt, weil da besteht mein Hauptteam eigentlich aus Sierra, Malakka und Belladeon. Und das zweite Team, ja, variiere ich immer, je nachdem, wie der Gegner aussieht. Gegner mit Veromoss in der Verteidigung sind auch nicht unbedingt mein Wunschziel, aber da man in der Arena nicht um Veromoss rumkommt, bleibt mir da nichts anderes übrig. Das heißt, ich buffe jetzt die beiden nicht, also mein ganzes Team mit Belladeon, weil Vero die Bomben wegmachen würde. Das heißt, ich hoffe einfach, dass Vero, ja genau, die Bombe nicht stunt. Und dann kümmere ich mich erst um Vero. Oder um gar keinen. Aber das ist kein Problem, weil mein Malakka jetzt dran ist und die Bombe zünden kann. So, wen wollen wir tot haben? Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal Bella tot haben. Oh, genau deswegen. Aber es ist nicht so schlimm, hoffe ich. Ah, ich hasse Tywin, ich hasse Bella, ich hasse Vero und den Darkhaini habe ich bisher noch nie gehabt. So, gut, Bella ist tot. Als nächstes kümmere ich mich um Tywin, weil er mit seinem Einfrieren einfach tierisch auf den Sack geht. Oh. Ja, einfach weil ich danach nochmal dran bin. Achso, ja, und ich habe mein Vero auf Gewalt geruhnt, was eine sehr, sehr gute Idee war von euch. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Ich hatte das an sich auch schon geplant gehabt, aber ich war mir halt nicht sicher. Und viele von euch, oder was heißt viele, ein paar von euch haben geschrieben, dass Gewalt Sinn machen würde, besonders bei Vero und Shasun. Und ja. Das habe ich jetzt gemacht. Jedenfalls bei Vero. Bei Shasun noch nicht. Gut. Es könnte noch klappen. Na, noch ein paar Mal procken und dann. Das Gute ist, Malakka macht auch mit jeder Status oder mit jeder schädlichen Statusveränderung 15% mehr Schaden, was auch nicht so schlecht ist. Und gewonnen. Da muss man gerade sagen, gerade so, aber auch nur, weil Bella leider überlebt hat am Anfang. Und das darf natürlich nicht sein.
Mein Ziel wäre es ja morgen Abend, also am Sonntagabend quasi, endlich mal in Goldstern 1 zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Rang ist, aber ihr wisst es, denke ich mal. Ich war da schon mal drin, ne? Des Öfteren sogar, aber noch nie, wenn die Arena zurückgesetzt wird. Also ich habe nie diese Goldrang 1 Belohnung gekriegt. So, zack, oh nein. Eschiel will ich auf jeden Fall weghaben. Na, oder auch nicht. Eschiel, Kupfer ist auch nicht mein Lieblingsmonster, auch weg. So, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Ja, wie gesagt, also mein Arena-Team, ja, ist jetzt nicht schlecht, sage ich jetzt einfach mal, aber ist definitiv noch verbesserungswürdig und ich arbeite auch stetig dran. Arena-Verteidigung habe ich noch nicht so wirklich. Da sind zwar welche drin, aber das gefällt mir nicht so, weil ich jede Verteidigung verliere. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ah, Chloe ist hier drin. Chloe meide ich eigentlich immer. Aber wir haben ja gesagt, wir greifen jetzt jeden an. Und da gehört leider auch Chloe dazu. Das Doofe an Chloe ist, die ist so wahnsinnig schnell. No. Hallo, darf ich auch nochmal? Danke. So, wir wollen Vero weghaben. Danke. Ich weiß, es bringt zwar gerade nichts, aber das auch nicht. Oh, das ist so. Deswegen mag ich Vero in der Verteidigung nicht, weil er mir mein ganzes Bomberteam versaut. Gut, dann ist es schon mal Vero weg. So, jetzt kümmere ich mich um Tywin. Malakka greift als nächstes an. Also vor Tywin natürlich. Deswegen muss ich ihn erstmal wegmachen. Jetzt Tywin. Und dann sind wir auch schon bei Chloe. So, 5 Kämpfe, 5 Siege. Bisher war auch noch nicht so der übelste Gegner dabei. Oh, werde Hiele. Den hasse ich auch wie die Pest. Ja, gute Frage. Wen greife ich an? Vero. Bomben. Bella.
Vero und Bella müssten tot sein. Nee, doch nicht. Wenigstens Bella. Denn geht Vero jetzt raus? Ach, Vero, Entschuldigung, Verdehile. So, dann kümmern wir uns jetzt um Veromos. Gut, die Bombe ist bei Camilla noch gezündet. So, 6 von 6 Siegen. Ich glaube, er kann wiederbeleben, oder? Ja, kann er auch. Nee, er schenkt aber Immunität, was auch nicht besser ist. Das wird sehr schwer. Ich glaube, den Kampf verliere ich. Aber ich probiere es trotzdem. Wen töte ich zuerst? Und zwar töte ich zuerst. Am meisten Sinn würde natürlich Velajul machen. Nee, nicht Velajul. Velajul ist der rote Erzengel. Ich meine aber ihn hier. Komm, lass Bella angreifen. Vor. Ja. Gut, das war Nummer 1. Dann kümmern wir uns jetzt um Velajul, bevor er seine Immunität bufft. Gut, wäre das auch geschafft. Dann kümmern wir uns jetzt um, keine Ahnung, wie die heißt. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das gewinne. So, eine Runde noch warten, dann können wir die Bombe gleich zünden. Ich gehe aber auf Vero damit. Weil ihr Schlafding dürfte noch nicht wiederhergestellt sein. Ach, immer dieses Brockenscheiß. So, mit etwas Glück nimmt er jetzt die falsche Bombe weg. Oder die falsche Statusveränderung. Ach, braucht er gar nicht mehr. Gut. Gut, das wäre gewonnen. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber. Sieben von sieben. Das läuft ganz gut zurzeit.
Eroberer heißt das, genau. Die kann, glaube ich, auch Immunität buffen. Ja. Schenkt 2 Runden lang Immunität. Und ihn hier finde ich ganz geil. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Akamir kriege. Oder Akamamir. Das wäre so mein Wunsch, Ifrit. Theomas auch nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also das wäre natürlich auch Hammer. Aber über den Wind-Ifrit würde ich mich sehr freuen. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja sehr viel mit Schadenseffekten arbeite. Und sein dritter Skill macht mehr Schaden, je mehr Statuseffekte drauf sind. Was natürlich hammer cool ist. So, und zwar holen wir uns als erstes Ifrit. Veromos quasi. Dann Delphoi. Einfach weil die Immunität bufft und das übelst nervig ist. Zum Glück, also die haben wenige Leute in der Arena. Also die sehe ich, weiß ich hier, alle 20 Kämpfe mal oder so. Die ist richtig selten. Am meisten sehe ich die Sylphen. Tywin, Baretta, Shimitae oder Shimitae. Oder Vero. Natürlich, Vero ist fast in jedem Gildenkampf mit drin. Hier haben wir 3 nervige Heiler. Shasun, die mit Proc fast jede Runde heilen kann. Ahriel, der sowieso der ultra krasse Heiler ist. Chloe mit einem leichten Heilskill, aber auf jeden Fall auch Support-Immunität. Und natürlich Vero, der alles wegmacht an Statusveränderungen. Ich hoffe, Chloe macht jetzt nicht ihren Immunität-Piss. Cool, kann sie nicht. Und zwar holen wir uns als erstes. Ich glaube, Ariel kann wiederbeleben. Bin mir da aber jetzt aber noch nicht sicher. Riskiere ich es und töte Vero? Nee. Ich glaube, der kann wiederbeleben. Gut, er wäre weg. Dann haben wir hier Chloe, Vero und da bleibt nur noch Shasun. So. Und der letzte Kampf. Oh nein, Affe. Affe und Tiomas und Chloe. Auch hier bin ich der Meinung, dass ich das nicht packen werde. Aber vorhin hatte ich ja Unrecht, zum Glück. Oh Mann, das war so klar. Gut, wen wollen wir als erstes töten? Und zwar wollen wir, dass der Affe schnell weg ist. Genau deswegen. Deswegen versuche ich jetzt mal die Bomben zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wenn denn nur auf dem Affen halten. Aber so, dass der Affe schnell tot ist. Genau. Dann heilen. Theomas. Theomas ist ein Problem, weil er sein Schutzschild hat, was ihn, egal was ist, eine Runde überleben lässt. Also auch wenn ich ihnen 50.000 Bombenschaden um den Kopf balle, überlebt er die erste Runde trotzdem.
Da ist er auch schon. Aber jetzt ist er tot. Wen haben wir denn jetzt noch drinne? Wir haben jetzt noch Chloe und Shazoon. Shazoon ist halt mega nervig, weil auch wenn ich Leute reinnehmen würde, die die Heilung blockieren könnten, könnte Shazoon trotzdem heilen. Aus dem einfachen Grund ist, das ist, weil ihr dritter Skill kein Heilskill ist, sondern ein Angleichen an die jeweilige HP von Shazoon oder den Spieler halt, den sie heilen will. Oder angleichen will. So, 5 Statuseffekte und tot. Hammer, jeden geschafft. Gut, das sind jetzt auch noch nicht die Mördergegner. Ich glaube, die werden erst so, ja. Ich glaube, die fangen jetzt an. Ich bin jetzt Rang 7200. Das ist lächerlich, finde ich. Aber, naja. So, 2 haben wir noch. Die 2 ziehen wir jetzt auch noch durch. Bernard, werde Healer. Naja gut, was soll's. Wenn ich jetzt verliere, ist auch nicht mehr so schlimm. Ich habe 10 Kämpfe hintereinander gewonnen. Ich glaube, ich nenne die Folge Bombenstimmung in der Arena. Ich glaube, das passt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir bitte mal rein. Wen ihr hochleveln würdet, Beth oder Sigmarus? Ich bin da halt noch sehr überfragt und hoffe, dass ihr mir da helfen könnt. Hammer, die beiden habe ich gestunt. Perfekt. Dann töten wir jetzt als erstes mal Lyca. Dann werde. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Viele sagen, ich soll mir einen zweiten Bomber in die Arena bauen. Aber ich wüsste nicht, für was ich den zweiten Bomber ersetzen müsste. Weil ich brauche Bella für den Speedbuff zum Anfang, dass die auch schnell dran kommen. Ich brauche Malakka für die Doppelbombe, also zum Schluss nachher, diese Riesenbombe, die Verteidigung und Angriffsbreak macht. Und für die Massenbomben halt. Ich brauche Sierra, um die Bomben auszulösen. Und ich brauche Vero, weil ich halt erstens wegen seinem dritten Skill, der alles stand. Ne, der zweite ist das. Sein dritter ist ja passiv. Sein zweiter Skill, der alles stunt. Und für seine Passive halt, dass er jede Statusveränderung wegmacht. Und darauf kann ich halt nicht verzichten. Deswegen muss ich mein Bomber-Team leider mit einem Bomber lassen. Diese Runde verliere ich, das sehe ich jetzt schon. Weil werde Hiele. Mega reinhaut mit seinen Attacken. Es sei denn, ich bombe ihn jetzt weg. Ja, gut, ich könnte doch noch gewinnen. Na, nicht nachgedacht. Scheiße. Egal. Heile auch weg.
Jetzt ist nur noch als Support Chloe da. Ach, komm schon, Mann. So, das wär's gewesen. Was ich noch sagen wollte, Montag oder vielleicht sogar schon morgen werde ich wieder ein Opening machen mit etwas über 30 mystischen Schriftrollen. Mal gucken, was da rauskommt. Ich hoffe ja, wie gesagt, immer noch auf ein Lucian, auf einen Werdehyle, auf irgendein 5-Sterne-Monster in Natur halt. Oder einen Halloween-Kürbis hätte ich auch noch sehr gerne. Was ich mir von meiner Gildenleaderin sagen lassen habe hier, von Cap Caro, die kennen wahrscheinlich mehr von euch als erwartet. Moment, ich hab sie gleich. Wo ist sie? Da ist sie. Dass die Emma noch sehr, sehr gut sein soll. Und wenn ich die wirklich ziehen sollte, wird das mein neuer Heiler. Für Dragons B10. Ja, das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat mein Arena-Team zugesagt. Ich kann euch mal meine Verteidigung zeigen. Die sieht ähnlich aus. Nee, sieht gar nicht ähnlich aus. Ja, doch. Außer Malakka weg und Shazoon rein. Ja, ich verliere sehr, sehr viele Verteidigungen damit. Also das scheint wohl die schlechteste Verteidigung ever zu sein. Eine erfolgreich vor 16 Stunden, alle anderen fehlgeschlagen. Ja, gut. Passiert. Aber wie gesagt, schreibt mir mal rein, wen ich machen soll. Sigmarus oder Bess. Dann könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, welche Monster ihr hiervon als Arena-Verteidigung aufstellen würdet. Ich mache mal einen Screenshot. Weil dann mache ich das nämlich mal im Gilden-Line-Chat rein und frage die Gildenmitglieder. Vielleicht haben die ja eine Ahnung. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen oder übermorgen bei der nächsten Folge. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und bis dann, ciao.